Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Unboxing-Video und heute präsentiere ich euch der Unsichtbare in der Monster Classics Complete Collection. Ja, es war wieder ein Amazon-Angebot. Jetzt habe ich endlich mal zugeschlagen für sage und schreibe 45 Euro. Ich konnte jetzt einfach nicht mehr Nein sagen. Ich wollte die Box schon die ganze Zeit und deswegen habe ich mir gedacht, so, jetzt kaufst du dir diese super Box. Und das ist ja eine so schöne Box, habe ich mir gedacht, mache ich ein Video für euch und präsentiere die euch mal. Zwar gibt es schon, glaube ich, zwei, drei oder so und so viele Videos, aber ich muss natürlich auch noch eins nachlegen, weil ich liebe diese Filme und deswegen kommt ein Video von mir. Gut, fangen wir einfach mal an mit dem Ganzen. Machen wir mal hier auf das gute Stück. Ja. So. Folie weg. So, da haben wir halt hier die Box. Einmal von vorne. Das FSK-Logo werde ich später entfernen, weil ich habe gehört, es lässt Rückstände zurück, wenn man das nicht gescheit entfernt, also vorsichtig. Deswegen versuche ich da mal einen Trick. Wenn ich Glück habe, habe ich Glück. Wenn nicht, vielleicht lasse ich auch drauf, werde ich dann sehen. Gut, so schaut das Ganze von vorne aus. Dann hier von der Seite. Das Ganze ist von Turbinen Medien rausgekommen. Ich habe zwar den ersten Teil schon auf Blu-ray in dieser Sarg-Edition, in der Monsters Sarg Collection, aber da sind jetzt alle Teile drin von der Unsichtbare. Und vier sogar davon auf Blu-ray und das passt. Das ist wunderbar. Dann haben wir halt hier auch nochmal die Seite. So schaut das Ganze von oben aus und so von unten. Dann kann man das Ganze so von der Seite aufklappen. Und dann kommen alle Sachen hier raus. Stellen wir mal den zur Seite. Zuallererst haben wir hier ein Booklet. Das glaube ich, wie viele Seiten? 76 Seiten oder so hat. Sehr informativ und alles gehalten. Das ist sehr genial, wirklich wahr. Ich tue jetzt hier nur ein bisschen durchblättern, dass ich muss jetzt euch nicht alles zeigen. Jedenfalls ist es ein richtig geiles Booklet. Und da kann man sich gut was durchlesen, ne? Gut. Dann stellen wir mal hierher. Gut. Dann haben wir zuerst natürlich der Unsichtbare. Ne? Nach hinten. Das ist der erste Teil. Und ich weiß gar nicht, was das für ein Cover ist. La Homme Undri. Vielleicht La. So mexikanisch oder spanisch. Ne? La Homme Invisible. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Da haben wir einmal die DVD. Und die Blu-ray zu dem Film. Da steht irgendwie circa 72 Minuten, 82 Minuten Laufzeit. Keine Ahnung. Oh, da kommt schon eine Disc entgegen. Oder ihr sagt, beide sind da entgegengekommen. Das finde ich jetzt gar nicht nett hier. Was haben wir da als erstes? Ist die DVD. Die können wir nach unten. Die brauche ich ja nicht. Und einmal die Blu-ray. Die machen wir mal da rein. So. So schaut das Ganze aus. Also von hinten habt ihr ja gesehen, ist nichts. Und dann haben wir halt auch noch hier ein schönes Bild. Ja, genau. Ah, hier. Ah, da ist auch noch auf Blu-ray. Der Unsichtbare kehrt zurück. Auch nicht schlecht. Eins auf einer Blu-ray, siehst du mal. Teil 1 und Teil 2, beide auf einer Blu-ray. Ja, auch nicht verkehrt. Dann schauen wir mal, haben wir hier. Der Unsichtbare kehrt zurück. Da haben wir jetzt nur die DVD. Weil ist ja beim ersten Teil mit drauf. Ne? Und alles halt in Mono 2.0, ne, also und schwarz-weiß. Dann The Invisible Woman, die unsichtbare Frau. Auch eigentlich schönes Motiv. Die gibt es nur auf DVD, wie ihr sehen könnt. Eigentlich sehr schön gestaltet, muss ich sagen. Sehr geil. So Art kleine Digipacks. Dann haben wir hier der unsichtbare Agent. Der ist auch nur auf DVD. Schaut auch richtig gut aus. Also gefällt mir richtig gut dieses Zeug. Sehr geil. Und dann haben wir der Unsichtbare nimmt Rache. Ich glaube, der ist wieder auf Blu-ray drauf. Weil die, also der Unsichtbare, der Unsichtbare kehrt zurück und der Unsichtbare nimmt Rache sind so, glaube ich, diese Hauptteile. Weil die habe ich auch, glaube ich, früher gesehen. Diese drei Teile habe ich gesehen, die anderen gar nicht. Und ja, der ist dann auch auf Blu-ray enthalten. Es ist sogar auf Blu-ray enthalten, der Unsichtbare trifft Abbott und Costello.
Es wundert mich, warum die anderen da nicht sind, weil der ist wahrscheinlich eher mehr so Klamauk als, ne? Wundert mich gerade. Und ja, schauen wir mal rein. Ja. Da ist einmal die. Da ist die DVD, der Unsichtbare in dem Drache. Und dahinter ist dann die Blu-ray, werde ich dann vortun, weil ich ja eben ja die Blu-ray dann anschaue, wenn das auf Blu-ray drauf ist. Gut, und dann kommt noch auf DVD der Unsichtbare trifft Abbott und Costello. Ja. Bin ich ja dann auch mal gespannt. Gut, das war's dann eigentlich auch schon wieder von mir mit der Box. Ne? Und jetzt muss ich erstmal wieder alles hier reinkriegen. Wie kriege ich das hin? Ja, ich krieg's hin. Oh, ja. Alles drin und zapp. Zu. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ne? Von der unsichtbaren Box. Und ich sag doch mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.